So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fortnite Battle Royale. Und es ist jetzt noch mal eine längere Zeit her, dass ich ein Fortnite-Video hochgeladen habe. Deswegen habe ich mir gedacht, lade ich mal eine Folge hoch. Die ist zwar jetzt auch schon ein bisschen älter, ich glaube so 2-3 Wochen oder so, ist schon her. Aber auf jeden Fall haben wir eine Runde mit dem lieben Kegel gespielt. Grüße gehen raus an dich. Ihr könnt natürlich auch bei seinem Kanal vorbeischauen. Der heißt auch, glaube ich, Kegel Redknight, wenn ich mich nicht täusche. Also genauso wie er da jetzt einfach bei seinem Account heißt. Könnt ihr gerne natürlich bei YouTube vorbeischauen. Wir haben ja gerade eben ja schon den ersten Gegner gekillt. Und ich würde sagen, ich behalte es einfach bei. Mache einfach so weiter, wie ich die ganze Zeit gemacht habe. Und ja, deswegen haben wir mal ein bisschen vorgeskippt. Wir waren immer noch in Salty Springs drin gewesen. Da kommen jetzt auch gleich ein Gegner. Und ich habe halt nicht mehr viel Muni. Deswegen schieße ich auch nicht so heavy auf den. Da habe ich versucht, den irgendwie geaimt. Ich habe versucht, irgendwie den halt zu treffen. Hat aber nicht so funktioniert, würde ich meinen. Jetzt werden wir dann noch gerackt von irgendeinem, von seinem Teammate wahrscheinlich. Wollte ich mir eigentlich noch die Schrotze holen da und den wegracken. Habe ich noch, glaube ich, sogar. Ich habe gedacht, hey, er hat ihn weggerackt, aber ich habe ihm dann noch den 90er Hit gedrückt, 70er Hit gedrückt, nicht 90er Hit. So, und dann, ja, hat Tege, glaube ich, die anderen beiden geklatscht. Da chillen wir jetzt noch ein bisschen, glaube ich. Das habe ich extra alles, glaube ich, drin gelassen, weil das halt noch so ein bisschen mehr Fight gewesen ist. Da haben wir dann geguckt. Ich bin dann, glaube ich, rausgegangen. Ne, da sammeln wir erstmal noch ein bisschen die Muni auf. Aber wir schießen da aus dem Fenster. Tege schießt, glaube ich, aus dem Fenster raus. Und ich gucke dann ein bisschen draußen, ob ich die ballern kann. Aber ich glaube, Tege hat die dann schon gut geklatscht. Und dann gehen die Kills auch auf unser Konto. Zumindest auf Tegis Konto. Der hat dann auch 2 Kills, denke ich mal. Ich habe dann 2 Kills. Da steht er. Da wollte ich ihm dann noch... Habe ich ihm einen 6er Hit gegeben. Ein 6er Headshot Hit. Ganz ehrlich. Manche treffen aus der Distanz irgendwie 90er Hit. Das verstehe ich dann irgendwie auch nicht. Da wollte ich ihn dann pushen. Aber dann hat Tegi ihn schon geklatscht. Da wollte ich ihm gerade auch so Headshot im Sprung geben. Das wäre nice gewesen. Aber auf jeden Fall. Dann sind wir halt da noch ein bisschen rumgelaufen. Haben uns ein bisschen Loot gegönnt. Und dann habe ich halt auch mal 2 Gegner gesehen, die da halt gekommen sind. Die habe ich dann alleine geklatscht. Den einen habe ich sogar gut gehittet eigentlich. Einmal Headshot gedrückt. Dann habe ich ihn, glaube ich, nicht mehr getroffen. Nochmal, da hat er nochmal 2 Hits kassiert. Der hätte schon tot sein müssen. Der hat 5 Hits kassiert, ganz ehrlich. Oder war das der andere dann? Ne, das war der wahrscheinlich, ja. Das war dann der andere. Aber die waren jetzt kein großes Problem gewesen, irgendwie die Gegner. Und dann leben jetzt auch schon nur noch 24 Leute. Ich habe 4 Kills, Tega 2 und jetzt oben auf dem Berg, von dem wir gerade runtergekommen sind, ist auch noch ein Gegner. Der hat dann versucht, den Tege zu snipen, aber ich habe dann irgendwie ein bisschen versucht, dann den wegzuschießen, aber hat nicht so geklappt. Ich habe versucht, eben genau auf den Kopf zu aimen, aber dann ist er irgendwie schon weggegangen. Getroffen habe ich ihn dann irgendwie natürlich nicht, wo man ja 100% Aim hat, irgendwie man ein bisschen länger wartet und dann ist er zum Glück runtergefallen da. Er hat aber keinen Damage gekriegt, traurigerweise. Und dann kommen jetzt wieder die guten alten Granaten, die ich schon ewig eigentlich nicht mehr benutzt habe. So, da ist die erste Granate, die zweite Granate und die dritte Granate. Macht puff, puff, puff. Und dann tschüss. Dann hat er den 100er Hit kassiert und dann ging der Kill auf meine Kappe. Und ich mag Granaten, ich kann die einfach nur empfehlen. Ich empfehle jedem die Granaten. Die Stinkbombe ist ja jetzt auch raus, ganz ehrlich, ich finde die eigentlich ganz nice, aber habe sie bis jetzt noch nicht viel benutzt. Aber das kommt bestimmt noch auf jeden Fall. Die kann man gut benutzen, um die Gegner ein bisschen aus ihrem Versteck zu locken, sage ich mal. Habe ich auch schon einmal hingekriegt, würde ich sagen. Und dann habe ich den Kill dann auch gut noch gemacht auf jeden Fall. Also die sind echt nicht ohne, muss man sagen. Die kann man gut im Kampf benutzen. Vor allem im Endgame kann man das gut benutzen. Und ja, wie gesagt, jetzt sind da noch 2 Gegner, die wir dann einmal wegrollern. Hat er dann versucht, die Dance Grenade zu werfen. Hat mich aber nicht getroffen. Dann ist Tege gestorben leider. Dann habe ich den anderen noch gerackt. Und dann heile ich Tege und dann kommt gleich nochmal einer. Und das war wirklich eine richtig close Situation, ganz ehrlich. Also der hätte uns auch beide klatschen können. Ich hatte noch 5% am Ende gehabt und das war nur einer. Er hat mir irgendwie so richtig heftig Doppelpump gegeben. Da konnte ich irgendwie nichts machen. Da habe ich ihm gesagt, weil er halt auf uns drauf geschossen hat. Ich baue mal zu und er soll hinten rausbauen. Das haben wir dann auch gemacht, damit wir da nicht so eingekesselt sind, sage ich mal, weil das so eingeschränkt ist. Und er versucht dann jetzt, glaube ich, auch zu pushen. Aber wir schießen dann das weg und dann infolgedessen springt er dann, glaube ich, runter. Ich weiß nicht, ob er extra runtergesprungen ist oder ob er das einfach nur gemacht hat, weil ich halt auf ihn drauf gebollert habe. Und da jetzt. Erstmal jetzt wieder einmal Distanz, 7er Hit, ganz natürlich, wie immer. Der rackt mich so hart weg, ich habe noch 5%, ganz ehrlich. Wenn Tege nicht gekommen wäre, dann hätten wir den nicht gehabt. Jetzt hätte mich nur einer anhitten müssen. Da haben wir uns natürlich wieder hochgeheilt durch den ganzen Kram, den wir hatten. Dann kommen da jetzt noch 2 aus der Zone geflogen. Da sieht man ja, wie ich ihn getroffen habe noch einmal. Und dann hat er halt, ja, falsche Action gemacht.
Der hat schon ein bisschen da hinten bei dem Haus vercampt, also der baut sich jetzt gleich so eine Base. Dann habe ich einfach mal random einfach mit der Spotze drauf geballert in der Hoffnung, dass ein Schuss trifft. Und sein Teammate kommt dann zu uns und versucht uns irgendwie zu pushen, und dann war TG bullert ihn dann einfach weg, also ich glaube, er hat ihn weggeballert. Ja, hat er keine Chance gehabt, dann nehmen wir noch 9 Leute und jetzt chillen wir einfach noch ein bisschen, bauen uns halt so eine Mini-Base. Hab gesagt, wir sollen einfach jetzt ruhig spielen, jetzt nicht aggro da reingehen. Jetzt kriegt er von mir so richtig saftigen Headshot, glaube ich. Wenn ich mich täusche, habe ich gewartet, bis er noch rauskommt, dann zack, zack, und dann war er tot. Das war auf jeden Fall ein ordentlicher Kill, muss ich sagen. Das fand ich nice. Da habe ich mich auch selber gewundert, dass ich ihn überhaupt so richtig getroffen habe. So, und jetzt leben noch 2 Teams und wir halt, wenn ich mich nicht täusche, ja, 6 Stück leben noch. Wir sind bei 8 Kills, kann ich schon fast gar nicht mehr sehen, aber auf jeden Fall, da haben wir die im Haus, die haben sich im Haus versteckt, da haben wir die noch ein bisschen abgeschossen, das habe ich aber weggelassen, weil das nicht so spannend war. Und jetzt, ja, kommen wir halt einfach mit den anderen dann auch noch, also die anderen Teammates, das ist jetzt die Teammates, das sind die Gegner, die haben den gerade weggeballert. So, dann nehmen wir noch 5, der andere wird jetzt glaube ich auch geholt von denen, und dann haben wir einfach gesagt, ja, dadurch, dass das die letzten sind, gehen wir noch ein bisschen auf Zone und dann pushen wir einfach, weil ich habe halt noch Jumppad gehabt. Das haben wir dann benutzt und dann sind wir noch hingegangen, haben die dann auch geholt. Da laufen sie, da sieht man sie laufen und dann bollern wir die einfach noch weg. Ich glaube, Tegi macht sogar beide Kills, obwohl ich ihn eigentlich noch saugut gehittet habe. Hat Tegi einfach abgestaubt. Na, Spaß, aber auf jeden Fall war eine gute Runde, muss ich sagen. Und dann würde ich einfach sagen, wenn das Video euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, beim nächsten Livestream. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Echt so.